Ja, moin. In der F3K-Baureihe ist eine Menge Zeit vergangen. Wir haben jetzt Ende November und Jan und ich haben uns noch gar nicht gemeldet. Eigentlich wollten wir in der letzten Woche schon ein Video schneiden. Wir haben uns in der Werkstatt getroffen und sind dann aber ins Quatschen gekommen und haben einfach Löcher in die Luft geguckt, statt Videos zu machen. Gut, gestern saß ich mit Jan in seiner Werkstatt und wir haben tatsächlich es geschafft. Jan möchte euch zeigen, wie man eine Rumpfanlenkung herstellt. Also wie man mit Schmuckdraht, einer Crimpzange und entsprechendem Werkzeug umgeht. Ich zeige euch jetzt gleich das Intro. Hallo liebe Leute, wir haben uns noch mal entschlossen, ein Video zu drehen. Robert, nicht? Hallo. Wir haben uns heute noch mal bei uns in der Werkstatt getroffen und wollen unsere Serie ein bisschen fortsetzen. Wir haben heute gedacht, dass wir mal eine Seilanlenkung zeigen, was möglich ist, wie es ganz einfach geht, wie es vielleicht auch ein bisschen komplizierter geht. Dafür haben wir hier mal einen Rumpf aufgeschnitten. Ja, das ist, um mal reinzuschauen, was da so wirklich passiert in so einem Rumpf. Und das wollen wir uns jetzt gleich mal zeigen. Und das ist die Einleitung zu zwei bis drei weiteren Teilen. Die muss ich noch schneiden. Die seht ihr dann in den kommenden Wochen. Wir haben fast 1000 Abonnenten. Das ist ein toller Erfolg. Wir möchten dazu irgendwie so eine Art 1000 Abonnenten Spezial machen. Ja, 1000 Abonnenten, die Videos, die dazu geführt haben, die werden immer noch gerne und regelmäßig gesehen. Das kann ich an den YouTube-Statistiken ablesen. Einzelne Videos haben jetzt fast 20.000 Zuschauer gehabt. Das ist sehr großartig. Und wir kriegen tatsächlich immer noch Kommentare und Zuschriften aus fast allen Teilen der Welt. Wir haben Zuschriften aus China, aus den USA, aus Brasilien. Das ist wirklich sehr spannend und freut uns natürlich. Okay, also irgendwie müssen wir diese 1000 Abonnenten feiern. Ich verlinke hier oben im Video eine Umfrage, wo ihr abstimmen könnt, was ihr sehen wollt. Und zwar haben wir uns ausgedacht, wir machen ein klassisches Werkstattporträt von Jans Werkstatt. Wir gucken dazu in ein paar Schubladen rein, die sehr spannendes beinhalten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir einen YouTube-Livestream ankündigen und den durchführen, wo wir uns mal irgendwie vielleicht für eine Stunde oder keine Ahnung, wie lange das interessant ist, vor die Kamera setzen und ihr euch Fragen ausdenken könnt, die ihr uns per Chat stellen könnt und wir beantworten die quasi vor der Kamera. Ein Dialog zwischen euch und uns. Oder, das meine ich jetzt nicht ganz so ernst, die dritte Variante. Jan und ich gehen mal zusammen angeln. Also machen Video, wie wir zusammen Fische fangen. Also die Abstimmung findet da oben in der Ecke irgendwo seinen Platz. Wir werten die Ergebnisse jetzt mal für eine Zeit lang aus und irgendwann entscheiden wir dann, was wir machen. Dann wird das Video gedreht und ihr seht das dann hier im Kanal. Ja, bis dahin, danke, viel Spaß mit der Fortführung der F3K-Baureihe wünscht Norbert, Jan auch, der ist jetzt nicht hier, aber der liest die Kommentare. Okay, vielen Dank, bis dann, ciao, ciao.